Herzlich willkommen, ich begrüße euch ganz freundlich und herzlich mit einer tollen Umarmung zum heutigen Spiel. Wir werden spielen gegen den VfL Wolfsburg. Es wird heute ein Niedersachsen-Derby geben, der interessanteren Art. Es gibt ein paar tolle Scouts auch noch, die wir hier schön ein paar Infos zu Dina Dahle, zu Dries Mertens unter anderem, ja, eingeholt haben. Da könnte man immer mal überlegen, ob man sich da irgendwen holt. Defensive 1 bis 99, ja, das ist eine gute Einschätzung, das klingt interessant. Ja, na gut, was soll's. Und ansonsten, ich weiß nicht, was kommt denn jetzt groß? Ah, ich glaube, wir müssen spielen. Ja, viel mehr können wir jetzt auch nicht machen. Also geht's los ins Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Wir spielen auswärts. Gucken mal ins Teammanagement. Benjob geht raus, Sobiek darf rein. Und ansonsten müssen wir mal hier gucken. Altintop, den wechseln wir aus. Prip darf erstmal anfangen. Aschur, den kriegen wir auch raus. Maximate kommt dafür rein. Und ansonsten, ja, ist das, glaube ich, okay. Das kann man so lassen, meine ich. Achso, was war eigentlich mit Andrea? So, wo ist der denn? Wo steht der denn? Ach, der ist wieder fit. Okay. Der hat also keine wirklich schwerwiegende Verletzung gehabt anscheinend. Das ist natürlich ganz gut. Da bin ich ganz zufrieden. Ach, was machen wir denn? Jakubenko drin lassen? Wir müssen ja mal ein paar anderen Leuten auch hier Chancen geben. Zum Beispiel Diersen. So, der ist der Nächste. Der darf jetzt auch heute mal rein in die Mannschaft. Und er darf vielleicht dann mal seine Stärke zeigen, wenn er denn gut ist. So, das wär's. Die Aufstellung steht. Die sollte soweit ganz gut sein. Und dann können wir gegen Wolfsburg antreten. Das wird eine spannende Geschichte. Vor allem nach meiner Ansprache letzte Woche. Letzten Spieltag. Ey. Dem Bräune läuft hier einfach mal vorbei. Der ist gar nicht mehr bei Wolfsburg. Das darf er gar nicht. Und es geht hier im 1 gegen 1 Zweikampf. Zack. Haben wir voll geklärt. Schon mal gleich 1000 Punkte. Zack. Auch geklärt. Wunderbar. Die nächsten Punkte. Das ist echt eine gute Einheit hier. Die gefällt mir sehr, die Einheit. Ah. Zong. Einmal schön an die Latte gesammelt. Und wir begrüßen uns. Da halten sie wieder ihre ganzen Papptäfelchen hoch. Außer die 96er innen, die halten nicht die Papptäfelchen hoch. Ansonsten hier schöne Choreografie, alle schön grün-weiß. Wolfsburger sind alle im Haus. Da sehen wir auch das Wappen. Wenn nur in der Realität immer so viele schöne Choreografien abgehalten werden würden. Wir sehen, 96 ist nach wie vor auf Rang 1. Das ist durchaus beeindruckend. Die Wolfsburger stehen nicht so gut da. Und ja, wir stellen uns mal auf. Die laufen ja ein bisschen rein wie völlig durcheinander. Spieler im Fokus ist Kevin De Bruyne. Warum auch immer. Er hat bislang noch kein Tor gemacht. In 7 Einsätzen. Ist also noch nicht so wirklich in Form. Spielt ja mittlerweile auch nicht mehr bei Wolfsburg. Also das kommt auch nochmal dazu. Dietmar Schönlebe ist der Schiedsrichter heute. Das wird auch eine interessante Geschichte. Kommen wir zu den Aufstellungen. Oh, werden gar nicht mehr angezeigt. Mist, habe ich doch aus Versehen irgendwie weggeklickt. Okay. Was soll's? Wir starten das Spiel. Virinha hat den ersten Pass da drüben rauf aus Klose. Und dann spielen sich die Wolfsburger erstmal in der Defensive. Ein bisschen den Ball hin und her. Da kommt schon Max Kruse. Der hat schon mal gleich den ersten Ball dort in die Spitze jagen wollen. Aber jetzt kommen auch wir über Erding. Aber Jung hat den Ball recht entspannt eigentlich zurückspielen können zum Keeper, zu Benaglio. So geht es erstmal hin und her. Wir sehen unsere Ersatzbank auch unten eingeblendet. Die wird dann demnächst ja auch wieder zum Tragen kommen in der zweiten Hälfte, garantiert. Und Virinha kommt jetzt erstmal über die Außenbahn. Möchte eine Flanke schlagen, aber die hat Zieler natürlich souverän abgefangen. Da muss nicht viel passieren. Da brennt nichts an. So, jetzt ist die Frage, wo ist unser Zehner? Wo ist Kiyotake? Der ist gerade nicht da, aber Erdinc ist zumindest da. Der schlägt eine schöne Flanke rein und das ist ganz interessant von Diaz, den so zu nehmen. Musste er versuchen. Aber eine sehr, sehr schöne Geschichte. Nur leider sehr unplatziert und der Ball geht weit über den Kasten und auch noch ein ganzes Stückchen dran vorbei. Insofern ist dann
keine große Gefahr. So, wir sehen die nächsten Versuche. Die Wolfsburger kommen nach vorne, kommen jetzt über Schäfer auf der Außenbahn. Der spielt den Ball auf Perisic. Sind jetzt wieder ein wenig hinter die Abwehr gekommen. Aber da geht der Konter. Und Sobiech hat den Ball. Der kann jetzt erstmal ein paar Meter laufen. Oder die Flanke reinschlagen, was irgendwie nicht wirklich erfolgreich war. Naldo hat ihm einfach den Ball abgelaufen. Aber da ist der Ball fast bei Erling gelandet. Keine gute Aktion von Naldo. Da stimmte das Ganze wieder mit der Mentalität nicht. Da war seine Mentalität nicht auf 100%. Oh, schöner Pass. Jetzt kommt De Bruyne. Der geht jetzt, spielt mit der Hacke rüber. Und jetzt kommt Schäfer. Geht auf der Außenbahn entlang. Er hat mehrere Anspielstationen, aber im Moment stehen wir auch sehr gut da hinten. Die 96er haben sich gut postiert. Allerdings drei Wolfsburger direkt vorm Strafraum jetzt. Und schön durchgesetzt. Tresch war völlig frei. Der stand ja völlig frei. Und zum Glück hat Tresch nicht so einen guten Schuss. Und zieht den Ball dann doch aus der Drehung ein ganzes Stückchen über den Kasten und auch dran vorbei. Also im Prinzip so wie Dias eben. Haben sich aber schon wieder den Ball zurückerobert, die Wolfsburger. Jetzt kommt Tresch auf der Außenbahn. Der kann natürlich Flanken spielen. Das ist seine größere Stärke. Tore schießen ist nicht so seins, aber Flanken ist halt, da ist er schon ziemlich gut. Jetzt der Ball raus auf Dias. Unser Konter läuft sozusagen. Dias geht einfach mal vorbei. Spielt schön rein auf Kiyotake und da ist der Abstauber durch Erdings. Benayo kann den Ball nicht festhalten nach dem schönen Schlenzer von Kiyotake. Und Erdings ist einfach da, wo ein Stürmer sein muss und staubt ab, schiebt den Ball ein zum 1:0. Erstmal hier wunderbar durchgesetzt von Dias. Er sieht Kiyotake, der dann versucht in die Ecke zu zirkeln den Ball. Den hat Benayo noch sehr stark gehalten, aber kann er nicht viel machen. Festhalten konnte er ihn nicht und hat es anscheinend nicht geschafft, ihn zur Seite abprallen zu lassen, sodass Erdings da sehr schön einlaufen kann. Ein schönes 1:0, so gefällt uns das. So kann es gerne weitergehen. Und ich bin auch recht zuversichtlich, dass es so weitergehen könnte. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Jetzt erstmal wieder die Wolfsburger. Virinha raus auf Tresch, aber der Pass von Tresch war nix. Dafür kommt jetzt der Pass von Kiyotake auf Erdings. Der sieht Sobiech, aber das war nix. Das war keine Flanke, das war eine Rückgabe im Prinzip. Aber auch das war hier von den Wolfsburgern wieder unkonzentriert gemacht. Auch Sané verliert den Ball zwar gleich wieder, aber im Moment sind wieder beide Seiten so ziemlich unaufmerksam und unkonzentriert. Da kann sich Klose zumindest durchsetzen und kann den Ball irgendwie erobern. Spielt dann weiter, jetzt hat wieder Tresch den Ball und Kruse. Kruse ist ja vorne drin, hat Möglichkeiten, legt raus auf Perisic. Vorteil läuft wieder mal. Aber jetzt sind schon wieder alle hinten. Dennoch, De Bruyne läuft sie vorne in Position und da ist auch noch mehr Platz für Guidi oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wen sie da verpflichtet haben. Den Namen kann ich in der Schnelligkeit gar nicht durchgucken. Oh, das war aber eine schöne Möglichkeit jetzt hier und da ist auch die Chance für De Bruyne. Der schießt den Ball an die Latte. Jetzt ist der Ball rausgeklärt von den 96ern und jetzt geht der Gegenangriff wieder. Erdings, der läuft einfach ein Stückchen. Und sieht Dias, aber da wird der Ball abgeblockt. Hat er nicht aufgepasst, dass da doch noch ein zweiter Verteidiger hinter ihm war. Oder beziehungsweise der Verteidiger ihn da überholt hat. Den muss Ziele haben, ganz wichtiger Ball, ganz sicherer Ball. Die Flanke von Virinha war nix. Jetzt kommt der Ball auf Dias. Der kann wieder mal so ein paar Meter machen. Der geht einfach mal. Und die Flanke dann aber wieder. Also heute sind die Flanken alle noch nicht wirklich erfolgreich. Aber der Pass, auch nicht. Okay, gut. Die Wolfsburger erobern sich den Ball. Die sind jetzt ein bisschen auf Tempo. Die gehen jetzt wieder auf der Außenbahn. Jetzt ist Jung da. Der will auch eine Flanke schlagen. Aber Hoffmann hat die sich sehr schön unter Nagel gerissen.
Und dann kommt der nächste Ball. Erdings hat ihn. Wäre ein schöner Angriff gewesen auf Sobiech, aber der Schiedsrichter möchte das doch gerne unterbinden und gibt die gelbe Karte für Tim Klose. An der Mittellinie war es auch ein sehr unnötiges Foul, dann auch kurz vor der Halbzeit noch. Ja, war recht unnötig, sag ich mal. War echt unnötig, da so reinzuholzen. Aber die Wolfsburger kriegen daraus sogar einen Konter. Und können vielleicht sogar was damit anfangen. Nein, können sie noch nicht. Allerdings, der zweite Ball landet wieder bei den Wolfsburgern. Schön gemacht. Jetzt geht der Ball über die Außenbahn. Das ist ein schönes Spiel. Bislang hier gut durchgesetzt. Jetzt kommt Erding. Der zieht einfach mal ab. Und der ist gut gehalten von Benaglio. Und dann steht Sobiech im Abseits. Aber ein schöner Schuss. Schöne Parade auch. Der Ball wäre wahrscheinlich sogar vorbei gewesen. Ja, hier sehen wir nochmal die Abseitsposition. Das war also korrekt entschieden. Der Ball wäre vermutlich sogar vorbeigegangen. Vermute ich mal. Ah, schade. Das war ganz knapp. Und Erding kann da nicht nochmal nachsetzen. Egal, die drei Mann da vorne, Kiyotake, Erding und Sobiech, die wirbeln wieder alles durcheinander, was man durcheinander wirbeln kann. Hat sein Tor wieder gemacht, Mevlüt Erding. Und somit führen wir gegen Wolfsburg. Das ist im Moment tatsächlich eine sehr starke Situation, wo wir uns hier so aufhalten. So, jetzt ist die Frage, Dias ja, rausnehmen. Wieso habe ich eigentlich keinen Prip auf der... Achso, Prip spielt. Deshalb habe ich den Prip nicht drin. Ah, okay. Das ist natürlich einiges an Erklärung. Und wir bringen mal Sam Maxima. Der darf sich wieder versuchen. Dias hat heute natürlich ein bisschen viel schon gerissen. Da muss ich ein bisschen ausruhen jetzt. Oh, uiuiui, gefährlich. Doch ein bisschen knapp von Sané. Es geht wenig über die Außen, muss ich sagen. Also es ist echt wenig so wirklich da über die Außen dann von Spielern, die auch über Außen kommen. Jetzt so Kiyotake, das ist mal so eine Sache. Der ist einfach mal rausgelaufen. Aber so richtig unsere Außenspieler, die sind da nicht wirklich erfolgreich. So, Kiyotake mit dem Ball kann er leider keinen finden. Die haben schon sich hinten wieder eingeschossen, die Wolfsburger. Gut gemacht von Schäfer, legt quer auf Tresch und dadurch kann er den Ballbesitz behaupten. Und Kiyotake schießt einfach mal. Da kommt Benaglio und auch hier wieder ein Abpraller. Auch den Ball kann Benaglio nicht festhalten und die Verteidigung der Wolfsburger rückt nicht entscheidend auf, um den Ball dann von Erding fernzuhalten. Der macht somit sein zweites Tor heute, wieder ein Abpraller. Nachdem dort etwas glücklich Kiyotake zum Schuss kam mit dem schwächeren Linken. Aber da hätte mit der 4 Schäfer, müsste das gewesen sein. Ne, Schäfer ist eigentlich links. Sorry, ich weiß nicht, wer ist denn die 4 jetzt gewesen. Auf jeden Fall hätte derjenige gerne ein wenig draufgehen sollen auf den Spieler. Oder einfach den Ball raushauen. Erding war da etwas gedankenschneller. Auch das ist wieder so eine mentale Geschichte. Haben die Wolfsburger anscheinend mental im Moment ihre Problemchen. Insofern hatte ich ja völlig recht mit meiner Ansprache. Scheint ja alles soweit gut funktioniert zu haben. Wir führen. Wir sind echt gut dabei. Und jetzt eine schöne Grätsche von Naldo. Der macht das sehr souverän. Da kann man nichts gegen sagen. Sané kann sich dort nicht durchdribbeln. Das wäre ja auch noch schöner gewesen, wenn er sich da hätte gut durchdribbeln können. Und Erding. Erding mit dem Hattrick. Was ist denn hier los? Ein einfacher Pass reicht, um das ganze Konstrukt auseinanderzuhebeln. Prip einfach mal nachgesetzt. Einfach mal wieder den Fuß draufgehalten. Und einen einfachen Pass auf Erding. Da war dann kein Verteidiger da, der ihn wirklich stören konnte. Ja, und dann ist der Rest recht simpel. Wir sehen nochmal hier den Ballverlust, wo sich Prip einfach mal draufsetzt und dann ist da kein Verteidiger weit und breit. Und Erding hat alle Zeit der Welt, um den Ball in den Winkel zu schießen. Sein Hattrick, dafür kriegt er einen Sonderapplaus hier, dafür darf man ihn auswechseln. Also, Kiyotake darf raus, da kommt Diersen rein.
Und Erdings können wir noch kurz spielen lassen. Ja, Erdings darf noch kurz weiterspielen. Wir wechseln erstmal hier aus. Nächstes Spiel von Wolfsburg ist gegen Borussia Mönchengladbach. Das wird auch ein interessantes Spiel. Gladbach steht ja ziemlich gut in der Tabelle da. Und von daher, ja, kann das schon interessant werden. Auf jeden Fall deutlich interessanter als das Spiel heute, denn das ist ja doch recht klar jetzt bislang, recht eindeutig. Vielleicht kommen die Wolfsburger nochmal ran. Kann ja alles passieren. Aber bislang sieht es so aus, als würden sie das nicht hinkriegen. Mal sehen, sie hatten da ihre Chancen, so ein oder zwei gute mindestens. Die haben sie allerdings nicht genutzt. Waren auch keine eindeutigen Chancen, so richtig hundertprozentige waren nicht dabei einfach. Das ist dann schon immer so eine Sache. Oh, schöner Ball da rausgespielt. Auf Kruse kommt und jetzt Jung. Der hat den Ball auch und zieht einfach mal die Flanke rein. Und dann kommt De Bruyne mit dem Kopf. Kann den Ball allerdings nicht verarbeiten, richtig. So, jetzt ist es mal die Frage, wie machen wir es? Bringen wir Benchop? Ich glaube, ich bringe Schmiedebach. Und den tausche ich mit Saint-Maximin. So. Joa. Das sieht gut aus. Dann darf Saint-Maximin nämlich vorne ein bisschen stürmen und da versuchen, sein Tor zu schießen. Was auch gar nicht so schlecht ist. Der Junge ist ja recht fix unterwegs auf den Beinen. Und schnelle Leute können wir natürlich immer gebrauchen. Jetzt kommt Diersen. Kann er sich den Ball holen? Den holt er sich. Sehr stark. Und das ist kein Abseits von Saint-Maximin. Den kann er allerdings auch nicht verarbeiten. Egal. Die Wolfsburger können den Ball nur raushauen, haben dort keine bessere Möglichkeit gefunden. Da geht natürlich nummersicher erstmal vor. Jetzt kommt allerdings der Angriff. Sie sind mit 3 gegen 3. Jetzt 4 gegen 4 ist es im Moment. Virinha hat den Ball auf der Außenbahn. Könnte den Ball irgendwie in die Mitte flanken. Ist jetzt gerade sehr frei dort. Und da kommt auch der Kopfball. Der Kopfball in der Mitte von, ich weiß nicht, ich glaube, es war Kruse. Ich kann mich auch irren. Und somit springt eine Ecke raus, weil noch Zieler wunderbar den Ball rausgeholt hatte. Sobiech erkämpft sich den Ball dort. Ganz stark. Aber leider der Ball im Aus. Schade. Hat da immerhin gut verteidigt für ein paar Sekunden. Aber konnte auch nicht viel machen, da kam auch keiner von uns mehr hinterher. Und auch hier wieder eine Flanke. Da muss Zieler eigentlich hin. Aber De Bruyne macht da nichts draus. Das ist überraschend, weil Schulz zu spät kommt, Zieler überhaupt nicht da war. Und De Bruyne eigentlich völlig blank war. Konnte aber dennoch den Ball nicht ins Tor bringen. Ivan Perisic verlässt den Platz. Er wird ausgewechselt. Das war eigentlich eine ganz gute Vorstellung. Er ist viel über die Außen gekommen, hat ein bisschen Druck gemacht. Konnte aber wohl entscheidend dann doch nicht wirklich, ja, nicht wirklich durchkommen. Und für ihn kommt jetzt eigentlich sogar eine etwas, ja, andere Variante. Dani Caligiuri, der ist eigentlich ja mehr so ein zentraler Mittelfeldspieler. Ist jetzt nicht so ein richtiger Perisic. Auch hier kommt wieder ein Kopfball. Ja, da beschwert sich Kruse erstmal, dass er den Ball nicht kriegt. Er hätte den wohl gern gehabt, den Ball. Aber kriegt er nicht. Ja, schade. Auch hier aber trotzdem, dass die da zum Kopfball kommen, ist sehr unschön. Muss nicht sein. Ja, Sobiech im Abseits. Hat er sich nicht gut verhalten. Der Linienrichter ist zu einer Salzsäule erstarrt, weil er auch ganz überrascht ist. Und wir sehen hier auch, die Position war korrekt. Die Abseitsposition. War eine richtige Entscheidung. Jetzt muss nur die letzten Minuten noch ein bisschen Konzentration hochgehalten werden. Dass die Wolfsburger nicht wieder mit fünf Kopfbällen kommen oder De Bruyne sich einfach so durchtankt. Oder es war Schürrle. Ne, es war De Bruyne. Okay, Schürrle möchte nur gerne den Eckball schießen anscheinend. Oder ärgert sich, dass ihm der Ball nicht zugespielt wurde. Auch da ist wieder viel diskutiert. Da ist wohl viel Diskussionsbedarf bei den Wolfsburgern. Und Schmiedebach kann sich den Ball vielleicht holen. Ne, kann er nicht.
Zweiter Ball geht raus. Es gibt Freistoß, weil wohl Kruse irgendwo gehalten hat. Oder Handspiel. Irgendwie sowas wird es wohl gewesen sein. Sir Maxima ist im Abseits. Das war auch recht eindeutig zu sehen. Auch hier wieder in der Abseitsposition. Also jetzt wird es ein bisschen zerfahren, das Spiel. Viele Unterbrechungen jetzt. Kein wirklicher Spielfluss mehr auf beiden Seiten nicht. Geht viel über Standards. Ist jetzt natürlich sehr viel über Kampf, das ist klar. Weil natürlich auch die Wolfsburger ein bisschen mehr Körperkontakt jetzt schon an den Tag legen. Aber irgendwie reicht es noch nicht. Sie kommen nicht durch. Unsere schon. Naja, auch nicht im Moment mehr. Jetzt aber der Ball raus auf Sir Maxima. Allerdings etwas unpräzise doch. Der Ball von Sobiek. Und jetzt geht der Ball raus. Sir Maxima, der ist voll aufgeladen. Und er kann einfach mal draufziehen. Und Benayo macht das ganz, ganz stark. Schön übergegriffen und den Ball geklärt. Ein guter Schuss. Aber natürlich aus dem Winkel muss der Torwart den auch haben. Das ist ja eigentlich eine recht dankbare Aufgabe. Pripp mit der Ecke. Und da ist schon fast das nächste Tor. Konnten sie noch gerade so wieder rausbuxieren den Ball. Na, sieht man auch die Wiederholung einmal? Nee, die Wiederholung sieht man nicht. Auf jeden Fall wurde es gerade so auf der Linie geklärt. Dieser Versuch von, ich glaube, Hoffmann war es. Ah, den hat Benaglio sicher. Fischt er sich runter. Und jetzt kommt der weite Abschlag. Der geht aber direkt in die Füße von Schulz. Und er geht raus auf Pripp. Und dann, ne, da steht im Abseits ist er Maxima. Da passiert nicht viel. Den kann Benayo sich dann ohne Probleme holen. Aber hier ist schon wieder gleich der nächste Ball, der durchgesteckt werden soll. Klappt auch nicht, aber was soll's, das passt ja schon. 4 Minuten Nachspielzeit gab es hier. Die sind jetzt gleich um. Einmal können wir noch nach vorne preschen. Und den macht Sir Maxima auch wunderbar mit dem Kopf. Da zahlt sich das ganze Training ja aus. Dass wir ihn immer schön Volleys und Kopfwelle probieren lassen. Das scheint sich jetzt durchaus auszuzahlen. Aber da war auch keine Abwehr mehr da. Die Wolfsburger waren alle vorne, haben natürlich versucht, irgendwie sie noch nach vorne zu drängen. Und dann können sie da auch nicht viel machen. Sir Maxima hat sich gut freigelaufen, ist gut in den Raum gerannt und drückt ihn an Benayo vorbei. Aus der Distanz kann er da auch nicht mehr viel halten. Also, der Junge ist da. Wenn er gebraucht wird, schießt er seine Tore. Das ist echt schön. Und dann gibt es auch hier wieder ein Five-Konzert, weil ein 4:0 ist natürlich schon eine, ja, kleine Demütigung, sag ich mal. Ist jetzt nicht so das, was sich alle wünschen. Gut, die 96er wünschen sich natürlich, die sind froh, die freuen sich. Hier sehen wir nochmal das Tor von Erdings, wo Kiyotake den schönen Schuss hatte. Das war eine schöne Situation, muss man so sagen. 7:10 Torschüsse, boah, das ist okay. Das ist voll in Ordnung. Ist ausgeglichen, Schüsse aufs Tor, geht so. Zweikämpfe ist halt, ja, na gut, ne? 9 Zweikämpfe hat Wolfsburg gewonnen und 96 nur 4. Also, da war ich diesmal nicht so gut aufgestellt. Abseits waren 3 Stück insgesamt. Das ist ja auch schon eine gute Menge. Aber im Prinzip kann man da nichts gegen sagen. Ist echt gut gelaufen, dieses Spiel. Und mein schlicht Bayern übrigens, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Das ist ja auch nicht schlecht. Ist eine interessante Variante. Vertragsverlängerung. Und wir sind uns beide einig, dass es den Ansprüchen genügt. Sehr schön, das finde ich gut. Nachricht von Spielern. Danke, Chef. Hallo, Trainer. Ich bin froh, dass Sie mir vertrauen und mich immer wieder einsetzen. Vielen Dank dafür. Gerne. Ich weiß, dass ich keinen sicheren Platz in der Startaufstellung habe, aber ich würde trotzdem gerne öfter spielen. Okay, Gülselam, dann darfst du beim nächsten Mal ran, wenn wir ein interessantes Spiel haben. Das nächste Spiel wird ja sein gegen Bremen. Das ist also ein weiteres Nordderby. Und vielleicht können wir Gülselam da dann mal zum Einsatz kommen lassen. Das müssen wir mal sehen. Erstmal noch nicht, denn erstmal ist die Folge wieder vorbei. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen weit gefallen heute. Heute gab es ja wieder viele, viele schöne Tore. Und beim nächsten Mal gibt es die dann hoffentlich auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht es gut.